Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Spenden-Opening. Wir haben wieder Post vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Bekommen und ja, was uns daran erwartet, das erfahren wir nach dem Intro. So, ach du heilige Scheiße. Wir haben ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Also wir scheinen hier eine Menge Comments zu haben. Und wir haben hier. Ach du Schande. So, ich habe das jetzt ein bisschen aufgeräumt. Wir haben hier tatsächlich 12 riesen Stapel an Karten. Nebendran einen Haufen Commons. Die Commons sehen wir uns jetzt in dem Video nicht durch, das würde den Rahmen sprengen. Aber 12 Stapel voll mit Holos. Dann haben wir noch diese zwei Booster hier. Das scheint irgendwas Spezielles zu sein. Er hat ja gesagt, dass er Highlights mitschickt. Ich habe gesagt, er soll sie markieren. Ich denke mal, das wird sein. Und ja, das war wahrscheinlich auch irgendwie in einem Gummi drin, weil da drin war noch ein loser Gummi, also vermutlich war das noch ein kleines Päckchen, deswegen fangen wir auch damit an und wir legen uns natürlich nur die absoluten Highlights raus, weil wenn ich hier alles ausbreiten würde, dann hätten wir dann wahrscheinlich so einen hohen Turm und das wollen wir ja nicht. So, dann gehen wir das hier einfach mal, also wir müssen hier natürlich ein bisschen flotter rübergehen, ne? Ich kann mich jetzt nicht zu jeder Karte äußern, weil sonst sitzen wir hier noch in 3 Stunden dran. Das sind natürlich jetzt alles so Sachen aus Dragon of Legends. Wir sehen noch die ganz, ganz billige Qualität damals von Dragons of Legends 2 mit diesen Aqua-Schauspielerinnen und Wahrsageprinzessinnen. Da sind die ganzen Ränder halt natürlich relativ im Arsch. Das war jetzt erstmal der erste kleine Stapel und wir machen weiter mit dem nächsten. Ich sehe hier schon was, was richtig, richtig cool ist. Ich hoffe, die Karten sind größtenteils heile, weil das mit den Gummis ist zwar praktisch, aber es macht halt die Karten unglaublich kaputt. Da haben wir auch gleich die erste Karte, die wir uns rauslegen, denn Invoked Purgatrio. Ja, das ist halt einer von diesen, ich glaube insgesamt 6 Invoked-Fusionsmonster-Karten. Sehr, sehr cool, legen wir uns auf jeden Fall raus. Dann hier auch sehr, sehr schön, mega nice, ein Firewall Xyz-Drache aus Dark Neo Storm. Den nehme ich natürlich auch mit. Sehr, sehr schön, das Covermonster. Bei uns nur als Ultra Rare rausgekommen. Finde ich übrigens cool, dass jetzt, oh, nice, die nächste Ultra Rare. Weltzahnräder des, oh Gott, turologischen Dimiro, oh Gott, Leute, dieser Name, den kann doch kein Mensch aussprechen, aber es ist eine coole Ultra-Rare. In Japan war es, glaube ich, eine Super-Rare aus dem Link-Rains-Pack. Warten wir mal, bis diese ganzen coolen Sachen hier erstmal vorbei sind, bevor ich mich zu dem äußere, was ich gerade sagen wollte, weil das ist wirklich nice. Dann haben wir hier Großsalamander Heilwiederkehr. Sehr schön. Also das war in Japan und Rare. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr schön. Nummer XX, Utopische Finsternis Unendlichkeit. Ist zwar nichts wert, aber eine saucoole Karte. Richtig schön. Also ich habe hier sind richtig coole Booster-Holos drin. Das gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, ich bin wirklich jetzt schon total begeistert. Dann ebenfalls aus dem Booster, und zwar aus Raging Tempest, haben wir Künstlerkumpel Dolph Dolchmann. Sehr, sehr schön. Auch eine coole Künstlerkumpelkarte. Also ich lege hier offensichtlich gerade jede Karte, weil es sind halt einfach Booster-Holos, also wirkliche Booster-Holos, die halt auch eine gewisse Coolness haben. Auch hier sehr, sehr schön Heiliger Edler Ritter von König Kastinnen. Also auch sehr, sehr cool. Also der Stapel ist so richtig ein Highlight-Stapel, habe ich das Gefühl. Dann haben wir hier, wie heißt sie, Elementsäbel Makani. Ich glaube, das war die einzige Ultra-Rare Elementsäbelkarte, die es bisher gab, zumindest aus Hauptsets. Auch richtig, richtig schönes Flames of Destruction. Wow! Uria! Herr der reißenden Flammen aus der Legendary Collection 2. Und dahinter haben wir auch noch die beiden anderen. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen Promos. Sehr schön, die drei legen wir auch noch raus. Wow! Ey, das ist ja echt cool, ne? Genau, und hier haben wir jetzt noch die anderen Promos. Die drei Finsterlords, genau, Cyberlarve, Levigator und Spawner-Legator sowie Drachentaktiken. Oh, echt cool. Mega nice. Dann haben wir, aus der Legendary Collection GX, Necro Gardner. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Richtig geil. Als Secret Rare. Dann haben wir Kubische Welle aus dem Movie Pack.
Elementarheld Nebelneos. Zweimal. Ah, das sind die Tinbox-Promos gewesen, genau. Genauso wie Schlammdrache des Sumpfes zweimal. Ah, da kommen jetzt die ganzen Promos hier. Zweimal jeweils, habe ich das Gefühl. Dann haben wir Silvanische Prinzessin Kobold. Auch sehr. Wow! Guckt euch das mal an, Leute. Ningrisu, der Weltkelchkrieger. Das war auch eine Secret, die aus dem Hauptset richtig gut war. Das ist jetzt zwar aus dem Megapack, aber echt nice. Also das ist echt geil, Leute. Gebt euch das. Und das ist nur der erste Stapel. Schaut euch mal an, was da noch liegt. Holy fuck. Also ich muss hier wirklich ein bisschen schneller durch, weil wir sitzen hier sonst eine halbe Ewigkeit. Dann haben wir hier Trickster Lichtbühne. Sehr schön fürs Video. Nehmen wir die mal aus der Hülle raus. Sehr toll. Also ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert. Da hat er wieder Zeug zusammengesammelt für mich ohne Ende. Dann haben wir hier Pendelparadox aus dem Megapack. Sehr schön. Hey, Junaid in Secret auch aus dem... Wow, Leute, schaut euch das mal an. Ja, okay, es sind alle aus dem Megapack, aber das sind so geile Secret Rares, ja. Pendelparadox. Allein schon diese Karte, wie schön sie aussieht. Ohne Witz, die können wir alle rauslegen. Wir haben jetzt bisher mehr Highlights als Nicht-Highlights gehabt. Ohne Witz. Ja, dann haben wir Temtempo, der Trommelgen. Zweimal. Maskierter Held Blast. Sudek Katahan. Pavianbrotbaum. Trickster Rodim. Ah, jetzt kommen so ein bisschen die Super Rares. Element Sable Nalu. Element Sable Lapaulia. Zweimal. Element Sable Lapaulia Mana. Phosphorzorn, der Elementarherrscher. Guki, der Meister Ogre. Eine sehr schöne Karte. Donner-Ogre ist noch ein bisschen schöner, aber der Meister-Ogre ist auch cool. Ich mal ein bisschen schneller durch. Ah, Slams of Destruction als Super Rare. Sehr cool. Aus der Special Edition. Also, das ist echt nice, was hier drin ist. Also, man muss es einfach sagen. Ich finde es übrigens auch echt nice, dass hier die ganzen, dass jetzt in den neuen Sets die Prismatic Secret Rares mit drin sind. Ja, die sind sowas von dermaßen selten. Ich kriege jetzt auch von Creepfan schon die erste, nämlich Winda oder wie sie heißt. Die sind auch extrem cool, die beiden. Und den finde ich halt auch richtig geil, der weiße Rosendrache. Ja, also den hatte ich auch noch nicht. Das ist hier tatsächlich mein erstes Exemplar. Die Super Rare will ich mir rauslegen, weil die ist halt echt geil. Genau, Schicksalsheld, Dominance. Und ja, dann den Super Quantal. Also das waren jetzt eher so die Super Rares aus dem Set, aber dennoch sehr, sehr schön. Also guckt euch mal an, was wir hier schon bekommen haben. Das war wohlgemerkt der erste Stapel. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem zweiten und da sehe ich auch schon wieder das erste Highlight. Klar, die Karte hat jetzt mittlerweile so viele Reprints, dass sie halt fast nichts mehr wert ist, aber ich bin trotzdem gewillt, sie rauszulegen. Die ist hier als Dual Power, ich glaube, die war 70 Cent oder so wert. Oh, den haben wir gleich zweimal. Den legt man halt auch zweimal raus. Einfach Bombe, muss man einfach sagen. Haben wir ein paar Mal Chaosformen, sehr schön. Dunkler magischer Kreis, sehr cool. Ewige Seele, auch eine mega schöne Karte. Ich finde es auch cool, dass hier antiker Antriebsgolem ultimatives Pfund einen Holoprint bekommen hat. Der war ja ursprünglich in Kamen. In Ultra sieht er natürlich viel, viel besser aus. Wunderfusion, also hier sind wirklich Sachen drin. Schaut euch das mal an, in welcher Menge diese Karten hier sind. Das ist wirklich unnormal. Dann haben wir Mal der Rose. Auch cool. Gab es damals in Ultra Rare aus Crossroad of Chaos. Glühender Rotdrachen Erz unter Welt Laban. Also er hat offensichtlich sehr viele Dual-Powerboxen aufgemacht. Stern Seraph Zepter. Und alles schön sortiert auch. Stern Seraph Hoheit. Galaxie Augenkörper Panzer Photonendrache, auch eine sehr coole Karte, die wir hier haben. Doppelt oder nichts. Exis Änderungstaktik. Ich weiß gar nicht, was die Karten aktuell alle so wert sind. Raubpflanze, Ragwurzskorpion. Also ich muss sagen, das ist echt cool. Ja, da ist mein ganzer Dupo-Bedarf jetzt auch wirklich wieder aufgestockt. Raubpflanze Drachostepelia. War auch eine Kamen ursprünglich. Ich finde die Raubpflanzenkarten sowieso cool. Mega nice. Linkjünger war auch eine Kamen und ursprünglich ein OCG-Import vom Rains Pack. Genau. Trickster Holy Angel im alternativen Artwork. Genauso wie Guki, der große Ogre. Gab es ja damals auch als Anniversary Secret, nee, als extra Secret Rare aus Japan. Und dann haben wir Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Die legen wir uns raus. Das ist für mich immer ein Highlight, einfach weil die Karte so schön ist. Dann Priesterlicher Drache von Tefnuit. Die Hoheitspriesterin der Prophezeiung haben wir auch. Boah, einige Male, fünfmal ungefähr. Dann haben wir Aromagisterin Rosmarin. Da gab es ja, glaube ich, zwei Stück, die irgendwie mit Aromagister angefangen haben. Und einer davon war, glaube ich, ein bisschen was wert, wenn ich mich nicht täusche. Oder ich verwechsel das Set, ich weiß es gerade nicht. Dann haben wir Shurid, Stratege der Necros. Necros von Klausulias. Oder von Klausulas. Necros von Einhorn, also
Ich muss sagen, Ultra Rare sieht die halt auch Bombe aus und der Hintergrund ist halt echt schön. Also diese Necros-Karten, speziell die hier, sieht halt echt Bombe aus. Dann Elf-Schattenpuppe-Konstrukt. Priesterlicher Drachenkönig von Atum. Auch sehr schön. Schattenpuppe-Konstrukt. Wieder die Link-Variante. Clefor Genie. Necros-Spiegel. Necros-Kaleidoskop. Und das war's mit diesem Stapel. Dann machen wir auch direkt weiter mit dem hier. Da haben wir jetzt die Promos aus Dupo. Sehr cool. Da haben wir hier viele Male den Dark Magician. Heilige Scheiße. Ich glaube, das sind jetzt hier tatsächlich die ganzen Promos. Ja, das scheinen hier wirklich die ganzen Promos zu sein. Echt geil. Alter, also von den Promos habe ich jetzt auf jeden Fall mehr als genug, Leute. Schaut euch das mal an. Alter Vater. Dann haben wir aus dem Moviepack wieder, Dragons of Legends 3, Herrgott, nicht Moviepack, auch wieder ein paar coole Karten. Überfallraptor Flammenbrennerfalk, hier auch eine sehr coole Karte. Cypherflügel oder auch Cypherwing hier. Die finde ich allerdings im Anime schöner als auf der Karte. Ich finde das im Hintergrund irgendwie anders regeln müssen. Flower Guardian, Blumen Guardians, die sind, naja. Legendärer Ritter Timaeus, auch sehr schön. Also wir haben ja Arschschüler, auch sehr schön zweimal. Alles auf Englisch, oh Gott, ich und Englisch. Boah, Spiegelkraftdrachen, ich liebe Spiegelkraftdrachen. Sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, da war jemand echt fleißig. The Magic Hammer, oder The Magic Hammer. Rock Thermos Cannon. Und zweimal sogar die Klaue. Sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. Also ich bin absolut begeistert bisher. Es geht auch direkt weiter. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Wir sind schon bei 12 Minuten, dann glaube ich noch nicht mal die Hälfte. Ich bin immer noch gespannt, was auf uns zukommt. Jetzt haben wir hier aus Battles of Legend ein paar Karten. Ich fange einfach mal an durchzugehen. Törichte Begräbnisbeigaben, klar. Duellantenallianz, auch mal sehr wertvoller Secret Rare damals. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Also das war jetzt das Letzte, das rauskam. Ne? Ist auch eine sehr schöne Karte. Ursprünglich als Secret Rare gedruckt. Echt cool. Oh, ja. Dark Savior. Eins der besten Sets, die rauskamen, muss ich sagen, was die Artworks angeht. Die sind einfach so schön. Diese ganzen Vampir-Artworks. Wow, sogar Secret Rares dabei. Vampirfräulein, die legen wir uns raus. Also Vampirfräulein ist für mich ein Highlight. Die kommt auf jeden Fall raus. Vampir-Kaminsensor, auch nice. Das ist auch einer meiner Lieblingsvampire. Vampir-Rotbaron, auch sehr, sehr cool. Das ist auch cool. Vampir-Verlangen, es sind Secret Rares. Bei denen ist der Secret-Effekt aber gar nicht so stark, aber die sieht halt auch echt Bombe aus. Wirklich, Vampir erwachen, die einzige Vampirkarte, die ich jetzt nicht so übermäßig prickelnd finde, wobei das Artwork schon schön ist, aber man erkennt es halt schlecht. Schattenvampir, auch cool. Oh, genau, Felsöldner. Felsöldner über Felsöldner. Die mochte irgendwie niemand so, aber es gibt tatsächlich auch ein paar coole, die hier zum Beispiel ist extrem geil. Finde ich auch gut. Dann, oh, haben wir sogar Himmelsjäger ein paar. Sehr schön. Himmelsjäger Ass Ray. Himmelsjäger Mechornissendrohnen. Wäre schon krass, wenn da auch die Chase-Karten drin gewesen wären von damals, aber es ist natürlich klar, dass die nicht da drin sind. Ist ja logisch. Blutsaugendes Knabenkraut, ja. Dann haben sie so ein paar Name-Changes gehabt. Das war ja ohnehin Reprint, auch eine sehr schöne Karte von damals. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich toll. Auch die Spiegelkräfte, Horn des Phantomgeheuers gab es ja damals auch in einem Turbo-Pack. Sehr, sehr cool. Also wirklich extrem nice. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht bisher. Wirklich top. Ich kann nur sagen, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Realistic Yu-Gi-Oh! Einfach ein fettes Dankeschön dafür, also das wieder gut angesammelt. Dann haben wir Ruf der Würfel. Das ist jetzt wieder Battles of Legends. Diese ganzen Märchenkarten von damals. Schwertkämpfer der Litmus-Verdammten, das ist auch eine sehr schöne Karte gewesen. Also ich muss sagen, ich bin schon echt beeindruckt. Ich bin beeindruckt, was du diesmal wieder geschickt hast. Echt Hammer. Die ganzen Zeitherren und so. Also, boah. Oh, genau. Auslöserraupe. Die finde ich auch echt cool gemacht. Reißende Tribute, auch ein schöner Reprint. Cyberdrache in Ultra. Ist ein seit langem mal wieder ein Ultra-Rare Reprint. Also normaler Ultra-Rare Reprint. Also ich muss sagen, speziell die hier Künstler, Zauberer, Schadensjongleur. Sehr coole Karten. Also diese ganzen Künstlerzauber finde ich sowieso cool. Die hat damals schon relativ kurz nach dem Release einen Reprint bekommen und auch ein Rarity-Upgrade von Super auf Ultra Rare. Also ich muss schon sagen, geil. Ja. Edle Ritter, Merdraut, also auch echt Edle Ritter-Trupp. Sozusagen der schöne Goblin-Angriffstrupp. Merlin! Merlin ist mega.
Den legen wir uns raus. Den gab es bisher nur in Platinum Rare aus dem Structure Deck. Aus diesem ganz großen. Da war auch ein bisschen was wert. 3-4 Euro damals. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt wert ist durch den Reprint. Wahrscheinlich ein bisschen entwertet, aber trotzdem cool. Und Finsterlord XL, also die ist natürlich auch der Hammer, die legen wir uns natürlich dann auch raus. Die war damals, glaube ich, in Fusion Enforcers ist hier rausgekommen, da war die Chase-Karte. Dann haben wir Trickster an der Kisse. Oh, Formel Foe finde ich nicht so cool. Induct der Weltkelchdrache und das ist natürlich Gaia Säbel, auch mega nice, ursprünglich eine Secret Rare gewesen. Und mega cool auf jeden Fall, echt krass. Da habe ich jetzt wieder einiges zu tun nach dem Video mit Einhüllen. Ja, da kommt ja jede Karte erstmal in eine Hülle und wird dann verstaut. Und ja, das sind auf jeden Fall einige hundert Karten, die ich jetzt hier wieder mehr habe. Richtig cool. Dann aus dem aktuellen Set habe ich auch ein Opening zu gemacht. Das wird wahrscheinlich vor diesem Video hier kommen. Ihr werdet es also schon gesehen haben, aber es wird auf jeden Fall sehr stark verspätet kommen, weil ich zurzeit privat einfach andere Sachen im Kopf habe als Yu-Gi-Oh! Das heißt, Yu-Gi-Oh! Mache ich gerade nur so ein bisschen nebenbei. Ja, also da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen. Diesmal nicht nach Secret Rares und so sortiert. Sehr schön. Sowieso Visionsheld Witch Raider. Also, wie viel hast du denn davon aufgemacht, dass du schon allein so viele Witch Raider gezogen hast? Stratos, mega nice. Alter, guckt euch mal an, wie viele. Dangerous ist einer der besondersten Schicksalshelden überhaupt, weil der ist von seiner ganzen Zeichenart her wie so ein ganz, ganz alter, so eine alte Karte aus LOB. Ja, also der hat optisch nicht viel mit den normalen Schicksalshelden zu tun, aber er sieht halt einfach unglaublich Bombe aus. Und auch, dass diese ganzen Lunalichtmonster hier mal ein bisschen Holo-Print bekommen haben, ein bisschen aufgewertet wurden, finde ich sehr, sehr cool. Raubpflanzen sowieso. Auch hier wieder Wille des Großsalamanders, auch eine sehr schöne Karte. Wächter der Ordnung, eine uralte Karte gewesen. Weißer Drache Lindwurmstrahl, auch eine Karte, die sehr gut war aus dem Set. Artefakt Sense ist halt ein bisschen schade, weil die Sneak-Promo war damals Ultra. Die hätte vielleicht mal einen gewissen Wert erhalten können, aber trotzdem einen Reprint bekommen. Also hat sich das erstmal auch erledigt. Aber sehr coole Sache, muss ich schon sagen. Die war auch mal ein bisschen was wert. Inwiefern sich das jetzt durch den Reprint geändert hat, weiß ich nicht. Necros Zyklos ist auch cool. Unter Terror Kaiju Schlummer, die habe ich nicht gezogen bei meinem Opening. Die war, glaube ich, ein bisschen was wert. Die war 2-3 Euro, sowas. Dann, oh, Himmelsjäger Ass Ray in Secret Rare sieht halt einfach Bombe aus. Also muss man einfach sagen, wirklich extrem geil. Und dann noch zweimal den Nachbrenner. Sehr cool, da gab es ja auch nochmal die ganzen Chase-Karten aus Dark Saviors als Secret Rare, quasi als Reprint. Und sind trotzdem noch was wert. Also ich glaube, der Anker 5 und die andere war irgendwie ein 10er Wert, habe ich beide auch gezogen. Und schau mal hier mal, was wir hier haben. Oh, mir schwant, ja genau. Spirit Warriors. Bin ich gespannt, was wir hier rauskriegen. Da war ja damals die, oh Gott, wie hieß er? Sternenstaub? Nee, Sternschnuppe, irgendwie sowas. Irgendwas mit Starfire, glaube ich. Das war die Chase-Karte davon. Das sind jetzt hier die ganzen Supers und ein paar Secrets. Magical Musket Last Stand. Also die magischen Muskeltiere finde ich, genau, Musketiere finde ich sowieso cool. Witterungsmaler Sun ist sowieso cool. Ne? Einer meiner Lieblingswitterungsmaler. Sehr coole Karte. Da gab es ja dann noch das Link-Monster davon. Ich glaube, das war das einzige Link-Monster, das es überhaupt in dem Set gab. Da wurden auch einige dieser Samurai-Karten gereprintet, sehr viele sogar. Und ja, also in dem Set, das war damals, es hat sich zu kaufen nicht wirklich gelohnt, würde ich mal sagen, weil klar, es kam ein neues Thema raus. Aber es war halt so, dass die meisten Karten daraus nicht zu gebrauchen waren für die meisten. Zumindest habe ich sehr, sehr schweres Gejammer gehört, sagen wir es mal so. Und ja. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist jetzt wieder das aktuelle Battles of Legend, was wir hier haben. Genau, die Münze sieht halt auch mega nice aus. Lebkuchenhaus habe ich damals nur einmal gezogen, leider. Und ja, die Helden sind richtig cool, die Visionshelden. Der ist auch nice, ist aber nicht mein Lieblingsvisionsheld, sondern genau der. Und der mit der Knarre in der Hand, also die finde ich am besten. Oh, Visionsheld Increase. Die Karte ist sogar ein bisschen was wert. Die ist sogar ein bisschen was, also die lege ich mal raus, beide. Also von den Visionshelden ist das, glaube ich, eine der wertvollsten, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch sein, dass ich jetzt komplett irre, aber ich glaube gesehen zu haben, dass die ein bisschen was wert ist. Genau, den meinte ich. Poisoner, sehr schön. Also die beiden gefallen mir auf jeden Fall. Die habe ich auch nicht ein einziges Mal gezogen. Poisoner, sehr, sehr cool. Gleich 5-mal. Also ich muss sagen, da ist mein Bedarf natürlich auch gleich wieder richtig schön aufgestockt. Ferris war, glaube ich, auch 1 Euro wert in etwa. Sehr, sehr cool. Visionsfusion, auch eine sehr, sehr schöne Secret Rare, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Genau, Schicksalsfee Hakiri. Also, ich muss sagen, dass die Secret Rare gedruckt wurde, ist wirklich geil. Also, dieses Gold ist wirklich sowas von fancy, das ist nicht mehr normal.
Und diese ganzen Schicksalsfäden, dass die sowieso rausgekommen sind, die kommen ja aus der 5D-Zeit, glaube ich. Und ja, also Schicksalsfäden sind auch ein cooler Reprint, beziehungsweise eigentlich Erstprint. Ich glaube, die sind nie vorher rausgekommen irgendwo. Und wenn doch, dann habe ich sie nicht. Genau, schauen wir mal, was wir hier haben. Fusionsschicksal, das ist jetzt Dark Neo Storm. Ich glaube, das müssten jetzt die ganzen Super Rares aus dem Set sein. Kettenfallgrube ist eine sehr schöne Karte. Auch die hier ist extrem schön. Und das, ja, genau, das sind die ganzen Super Rares aus dem. Oh, nice! Die kommt aus der Special Edition, genau wie die hier. Die finde ich halt mega cool. Das war nämlich eine Kammer. Ich habe mir noch gewünscht, dass das eigentlich hätte eine Holo werden sollen, weil die sieht halt echt geil aus. Nice, also wirklich nice. Oh, aus Raging Tempest, Lytogazym. Das war, glaube ich, sogar die beste Super Rare aus dem Set damals. Sehr schön. Also ich muss sagen, coole Sache. Kommen doch noch andere Sachen. Hätte ich gar nicht gedacht. Finsterlord Kontakt aus Destiny Soldiers. Sehr cool. Genau, das, die ich vorher gesagt habe, gab es auch ein Secret. Wunderschöne Karte. Also ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Und dann schimmern einfach hier diese zwei Vampire Genesis raus. Total abgeranzt. Alles andere Nearmint, aber die beiden. Geiler Scheiß, Mann. Ach, diese ganzen Super Rares. Au, oh, Dracheneinheit, Ascalon. Die legen wir uns raus. Ihr werdet euch jetzt denken, aber die ist doch nichts wert. Ja, ist sie nicht. Aber sie sieht so geil aus. Ohne Witz. Und es ist eine Booster Ultra. Sehr schön. Richtig kranker Scheiß, Mann. Schaut euch das mal an. Ich bin so happy gerade. Das rettet so richtig meinen Tag. Muss man einfach so sagen. Oh, ein Topf der Begierden sogar nochmal. Sehr schön. Den legen wir uns natürlich auch aus. Topf der Begierden ist immer gut. Der ist immer gut. Dann kommen wir zum drittletzten Pack. Wir sind auch schon bei 22 Minuten. Ich schätze mal, das Ganze wird noch eine halbe Stunde oder nicht noch eine halbe Stunde, sondern insgesamt eine halbe Stunde gehen. Schicksalsfetchi. Also wir sind hier wieder bei Battles of Legends. Da eben fleißig aufgemacht, irgendwie ein Case oder so, keine Ahnung. Tigge Zahnrad-Zombie, mein Lieblings-TG-Karte, muss ich sagen, richtig cool. Auch Tigge Metallskelett ist sehr, sehr schön. Das kommt gleich danach, also muss ich sagen, der neue TG-Support ist echt nice. Kampfwespen sowieso mega cool, ja. Diese ganzen Kampfwespen außer Dart und diese eine, die wir gerade gesehen haben, die gefallen mir wirklich alle sehr, sehr gut. Und aber vor allen Dingen der hier und die andere Synchro, die Secret Rare, die sehen so ein bisschen nach TG aus. Aber mega nice. Wirklich mega nice. Auch hier, alläugiger Phantomdrache, sieht unglaublich cool aus. Arwen-Schrecken-Retter, unglaublich geil. Ich hätte nie gedacht, dass nochmal Wendschrecken-Support kommt. Auch die Dirigentin, sehr, sehr schön. Zweiköpfiger Ärgerknöchel. Also den Namen finde ich immer noch seltsam, habe ich auch einmal gezogen. Und den habe ich noch gar nicht gezogen gehabt. Der hat auch gefehlt, magischer Musketier Max. Ich glaube, der war auch ein Euro oder sowas wert. Das ist für mich so ein bisschen Highlight. Deswegen legen wir den auf jeden Fall raus. Und den, oh Gott, wie oft haben wir den denn? Okay. Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben ihn gleich 9 Mal, Leute. Unser Bedarf ist gedeckt. Einmal legen wir uns auf jeden Fall raus. Ist ja krank, Leute. 9 Mal. 9. Also selten scheint er nicht zu sein. Dann haben wir die neue Gimmick-Marionette. Die haben wir auch einige Male. Sehr, sehr cool. Die finde ich auch mega nice. Ist auch meine Lieblings-Gimmick-Marionette, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Pack. So, da haben wir erstmal Dunkle Kavallerie. Eine sehr, sehr schöne Karte. Damals aus Dupo. Schauen wir mal, was da noch kommt. Elementarheld Grand Merch. Auch eine sehr coole Karte. Da sind einige neue Sachen rausgekommen, die halt einfach ultra geil sind. Ja. Aber schon heftig, wie sehr wir in letzter Zeit mit Ultra-Rares geflutet werden. Ja, das ist nicht mehr normal. Aber das ist jetzt alles Dupo-Stuff, der halt richtig geil ist. Ja. Auch hier Doppelbeid-Drache, finde ich mega nice. Trickster, Fingerhut-Hexe, auch sehr, sehr schön. Gookie, Düsen-Oger. Also ich muss sagen, die Karten aus dem Set sind halt alle unglaublich cool. Booster-Drache auch. Sehr schön. Die hat damals auch Yannick gezogen in Secret Rare, glaube ich, aus dem OCG-Set. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Die erinnert mich so ein bisschen an Naruto. Sehr schön. Auch von Photonen-Support ist dazu gekommen. Also ich muss sagen, das Set ist halt einfach der Hammer. Auch die als Reprint fand ich jetzt ein bisschen unnötig, aber ich denke mal, für die, die sich die teuren Varianten halt nicht leisten können, ist schon, naja, speziell. Und wir haben hier, den legen wir uns raus, den Ra im unsterblichen Phoenix-Modus. Ja, die kommt natürlich raus, ist ja klar, ist ein Klassiker. Letzter Stapel, bevor wir zu diesen ganz, ganz großen Booster-Packs kommen. Extrem krank.
wirklich extrem krank. Ja, damals wieder Stuff aus, oh Gott, Inch, was waren das nochmal? Ich habe das den Set-Namen vergessen, leider Gottes. Aber da kamen auch die Dinge raus, die Bösauge, wo ich leider keine Secret-Ware von denen gezogen habe. Fand ich ein bisschen schade, aber Bösauge ist halt richtig nice, ja. Muss man einfach sagen, Bösauge ist unglaublich cool. Auch hier Evil Eye, Repose. Also das sind wirklich Karten, die sehen sowas von fett aus. Das ist einfach unnormal. Auch die hat hier einen Reprint bekommen, damit sie ein bisschen bezahlbarer ist, weil die war ja relativ teuer, glaube ich, damals, bevor sie rauskam. Genau, damit sie ein bisschen Super Rare-Kram davon. Sehr cool, Secret Samurai Doji aus Spirit Warriors jetzt wieder. Sehr cool, wieder Spirit Warrior Stuff. Und diese ganzen legendären 6 Samurai mal in Super Rare zu sehen, ist auch cool. Wobei da auch einige neu waren. So, das waren jetzt diese ganz großen Stapel. Jetzt haben wir hier noch 2 Booster. Diese beiden Booster, die ich jetzt mit euch zusammen aufmachen möchte. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Bin gespannt. Er hat gesagt, das seien die Highlights. Die erste Karte ist immer die gleiche. Wir haben Feuerhand. Wir haben Bujin Yamato. Oh! Nahblicht Rotdrachen Erzunterwäldler als Secret Rare aus dem Megapack 2016. Sehr schön. Und... nice. Black Feather Dark Age Dragon. Also ich muss sagen, das ist das Highlight aus dem Booster. Deswegen legen wir das auch raus. Alle können wir nicht rauslegen, aber der gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Den legen wir uns raus und dann kümmern wir uns um das letzte Pack. Wo ich auch gespannt bin. Also wir haben wieder Feuerhand. Oh, Union Hangar. Sehr cool. Aus Battles of Legend. Die war damals richtig teuer. Schon das Coming ging, glaube ich, ein 10er. Dann haben wir, oh, den Raijin. Spanisch oder so. Aber richtig cool. Dann buntäugiger Druckbilddrache. Auch mega nice. Und Metal Foes Mithrilium. Auch sehr cool. Das Highlight ist für mich hier der Union Hangar. Dementsprechend legen wir den auch raus. Ja, das soll es gewesen sein mit der heutigen Sendung. Vielen, vielen, vielen Dank. Schaut bei Realistic Yu-Gi-Oh! Vorbei, das hat mich wieder sehr unterstützt. Hier sind richtig kranke Sachen drin. Ich bin richtig, richtig happy, Leute. Lasst bei ihm ein Abo da, schaut seine Videos an, gebt ihm eine Chance, ist ein Top-Typ. Ohne Witz, finde ich mega nice. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren Spenden-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.